Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Quest Builder 2. Wir sind in Hammerholm und wir sollen hier mit dem Herrn von uns zu reden. Hohe Mut, wie immer, junge Dame. Was bringt ein Mädchen wie dich zu einem alten Hammerzausel wie mir? Du willst also einen Schüttelbecher für die Bewahr herstellen, aber du weißt nicht wie? Das hast du vermutlich bereits gehört, aber hier in der Gegend ist jegliches Erbauen verboten. Ich selbst war mal Schmied, habe aber das Schmiedefeuer aber vor einiger Zeit gelöscht. Die Mine hat nicht mehr abgeworfen und die ruhmreichen Tage von Hammerholm waren vorbei. Es ist noch nicht so lange her, dass die Kinder Hagons sich die Insel bemächtigt haben. Ihre Lehren schienen innerhalb kürzester Zeit Fuß zu fassen. Mittlerweile folgen fast alle hier ihrem Glauben. Und doch erlischt das Feuer eines Schmieds nie wirklich ganz. Und da es hier um Babs geht, werde ich dir beibringen, was ich weiß. Ich vertraue darauf, dass das unser kleines Geheimnis bleibt. Bevor du damit arbeiten kannst, musst du das rohe Kupfer in einem passenden Schmiedefeuer zu Kupferbarren verarbeiten. So solltest du dir zuerst ein Schmiedefeuer beschaffen. Bau eins an der Werkstatt, stell es hier irgendwo auf und schon kann das Schmieden losgehen. Schmiedefeuer! Okay. Schmiedefeuer, Schmiedefeuer. Aus Stein. Das war so immer so riesig, ne? Ja, gut. Stellen wir es erstmal hier auf. Aha! Kann es mal bald wieder Tag werden? Also ist dein Schmiedefeuer fertig. Darüber wird Hagar nicht glücklich sein. Aber wie man so schön sagt, wer Goldmünzen sät, wird Goldbarren ernten. Schmieden wir los. Fangen wir mit dem Kupferbarren an. Aber Glas kann ich auch herstellen. Den kann ich doch gleich 30 machen. Das kann eine Weile dauern. Das meinte ich. Jetzt haben wir im Prinzip hier, sind wir dabei, das Schmiedefeuer zum, also hier Eisen zu machen. Das dauert halt eine Weile. Und dann können wir ja mal hier immer so ein bisschen, mal so ein bisschen rumgucken. Wir brauchen eine Kneipe hier, was du nicht sagst. Kannst du ein paar Kupferbarren herstellen? Ich bin dabei. Wir uns ja mal ein bisschen umgucken hier. Also hier hinten ist nichts. Außer Spesen nichts gewesen. Was ist hier hinten? Auf jeden Fall, wenn uns das Essen ausgeht, können wir hier immer noch auf Dings zugreifen. Schleimis. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und Hasen. Das heißt, wir können auf jeden Fall immer so auf Fleisch zugreifen. Wie die quieken. Oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Jetzt steckt das arme Tier noch fest. Ach, hier so eine Kaktusfrucht hatten wir ja schon. Die quieken wie so kleine Meerschweinchen. Guck mal, 5 werden doch wahrscheinlich reichen. Für den Anfang. Du hast die Kupferbahn hergestellt, genau wie die Kinder Hagons sagen, ihr Bauer seid angsteinflößende Wesen. Wenn ich meinen Armboss nicht längst an den Nagel gehängt hätte, wäre ich jetzt arbeitslos. Vergiss nicht, dass das Metall aus den Minen so gut wie wertlos ist, bis du es zu Barren verarbeitest. Und wenn du mal mehr Kohle brauchst, findest du jede Menge davon unten in der Mine. Ich habe zwar so meine Zweifel, aber ich denke, dass Babs Idee mit Bats Bar, die dem Bergarbeiter Feuer unter dem Hinter machen soll, vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Na, Maika? Hat Margok dir beigebracht, wie man mit Metall arbeitet? Jetzt kannst du den Schüttelbecher in Angriff nehmen. Stell ihn einfach auf die Theke, wenn du fertig bist. Und mach sie so zu einem Cocktailtresen in Ordnung. So gefällt er Paps bestimmt ins Auge. Ei, ei. Wir haben immer noch die gleichen Klamotten an.
Schüttelbecher. Wir brauchen Dingsbums. Ein Dings. Ihr wisst schon. Ich komme gleich drauf. Ah, hier so ein Ding. Ach Gott, wie heißt es denn jetzt? Da, wo wir uns umgezogen haben. Cocktailtresen. Das sprüht ja hier nur so vor Herzen. Danke, Maika. Dieser Cocktailtresen ist genau das, was wir gebraucht haben, um die Bergarbeiter und meinen Papst zu motivieren. Was zum... Ich glaube, mein Zahnfahren... Was? Zapfahren pfeift. Ist das ein Cocktailtresen? Meine Bar ist zurück. Also schön, Männer. Reb schon für alle aufs Haus. Ist das euer Ernst? Habe ich erwähnt, dass mein Papa der Barbesitzer dieses Schuppens war? Yep. Ich finde, mir steht das Kleid viel besser. Die Bergarbeiter kamen jeden Abend her, um Dampf abzulassen, aber bei Tagesanbruch waren sie immer wieder brav im Stollen. Damals war ich noch klein, aber ich weiß noch genau, wie glücklich sie immer alle aussahen. Man könnte sagen, dass er und die Bergarbeiter meine Helden waren. Aber nur man könnte sagen. Und jetzt, wo du hier bist, Maika, habe ich das Gefühl, dass wir die Bar wieder aufbauen und die Insel wieder zu dem florierenden Bergbauzentrum machen können, die sie früher war. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange, aber hilfst du mir? Aber natürlich. Vielen, vielen Dank. Ich wusste, dass du ein gutes Herz hast. Wenn wir doch nur ein paar gute Bergarbeiter mehr hätten. Und wo sollen wir hier welche finden? Ganz egal, wie hart Budi und Schlepper arbeiten, sie sind eben nur zu zweit. Hast du nutze eine Idee, Maika? Lass mich mal die Glocke bimmeln, vielleicht kommen ein paar. Was grinst du denn so? Ist dir eingefallen, wie wir mehr Bergarbeiter anheuern können? Wir können die Glocke des Erbauens verwenden, meinst du? Redest du von diesem alten Teil? Sag ich doch, lass uns die Glocke bimmeln. Wenn du sie läutest, zieht das die Leute an und du wirst eine bessere Erbauerin? Was du nicht sagst. Na dann läute mal tüchtig, würde ich sagen. Ach, jetzt auf einmal funktioniert es oder was? Bäm! Siedlungsstufe 1. Ah, sage ich doch, da kommen schon die ersten drei. Oh, was lerne ich? Maika lernt eine neue Dinge. Lehmsteinmauer, Kupferwand, Steinstufen, Schwingtür, Laterne, Wandleuchte, Steintisch, Fassdrüsen, Steinschemel, bla 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 und voller Krug. Okay, alles, also im Prinzip alles, was wir für die Bar brauchen. Was zum heiligen Braufass war das für ein Geräusch? Sowas habe ich ja noch nie gehört. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Wir haben ein paar neue Bergarbeiter gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich dieses letzte Mal so gefühlt habe. Ich habe dieses unkontrollierte Bedürfnis, wieder etwas zu erbauen. Maika, du Prachtweib. Du hast volle Krüge, Fässer und Glasflaschen erfunden. Und das ist alles für die Bar. Und das ist noch nicht alles. Sie hat auch rausgefunden, wie man Fasstresen und Kupferwände baut. Ich hoffe nur, dass es da unten genug Kupfer für den ganzen Kram gibt. Ey, du bist kaum 5 Minuten hier und erfindest schon neues Zeug. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dir macht es Spaß. Donnerlittchen, ihr Bauer seid ganz schön besonders. Ihr seid ja schon was ganz Besonderes. Ich habe mich schon lange nicht mehr so hibbelig gefühlt. Meistens seitdem ich mich gestern in den Ameisenhaufen gesetzt habe. Da du sie angelockt hast, solltest du die Neuankömmlinge auch begrüßen. Na los, heiß sie ordentlich in Hammerholm willkommen. Sag auch, wir haben die Glocke läuten hören und sind rübergekommen, um uns das mal anzusehen. Was geht hier vor sich? Was riecht hier so nach Metall? Das ist der Schmiedeofen da hinten. Du bist eine Erbauerin und nicht nur das. Du baust die Bar wieder auf und förderst in der Mine? Die Kinder Hagons werden das nicht dulden.
Das sag ich euch. Die Unterseherin wird euch hören. Hey, Leute. Momentchen mal. Babs, bist du das? Du warst noch ein kleines Girl, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Wie die Zeit vergeht. Wie alt seid ihr? Ich und Maike haben beschlossen, die Mine wieder zu betreiben. Es wäre schön, wenn ihr helfen könntet. Was? Aber das ist Ketzerei in Hagons Augen. Ich werde nie vergessen, wie die Minen plötzlich nicht mehr abwarfen und die Kinder Hagons das Bauen verboten. Für uns gab es hier nichts mehr. Du hast dir die Augen ausgeweint und uns angebettelt zu bleiben. Aber wir hatten keine Wahl. Wir mussten Fersengeld geben, auch wenn es unsere Herzen gebrochen hat. Ihr seid mir ein paar Waschlappen. Wir kennen uns zwar schon sehr lange, Babs, aber wir glauben jetzt an den Meister der Zerstörung. Wir mögen die Mine verlassen haben, doch von unserem Glauben können wir nicht abfallen. Aber solange die Kinder Hagons nichts davon mitkriegen, sind wir dabei. Wenn wir ruhig und leise graben, schadet das niemanden. Drei weitere Bergarbeiter kommen in der Siedlung an. Aber erstmal schön in Pose sitzen hier. Das ist voll wichtig. Erstmal schön in Pose sitzen. Als du die Glocke geläutet hast, kamen die Bergarbeiter gelaufen wie Motten zum Licht. Jetzt, wo sie mit an Bord sind, sollte sich unsere Produktivität steigern. Maika! Was denn? Wir haben uns in dir getäuscht. Die Monster haben uns für die Wahrheit blind gemacht. Aber der prachtvolle Klang der Glocke hat uns wieder zu Sinn kommen lassen. Was er eigentlich sagen will, ist, dass wir genug von diesen Kinder Hagons haben. Von jetzt an werden wir dir helfen, Dinge zu bauen. Die gehen jetzt auch erstmal in Pause. Dann ist es beschlossene Sache. Du hast schon so viel für uns getan, Maika. Aber wir haben gerade erst angefangen. Warum erzählen wir Goldbröckchen nicht von dem Plan? Der arme Kerl denkt, dass er nie wieder zum Goldkohlen wird. Ich gehe jetzt erstmal meinen Metall hier holen. Dankeschön. Hi. Also ich muss wahrscheinlich so. Hallo, Babs. Hallo, Erbauerin. Ihr habt Weg gefunden, Metall für mich zu finden? Hallöchen, Goldbröckchen. Wir möchten dir was Wichtiges sagen. Unterbrich mich ruhig, wenn ich was auslasse, Maika. Ja, komm. Also, wir glauben, dass wir mehr Metall in der Mine abbauen könnten. Aber zuerst müssen wir die Bergarbeiter motivieren. Deshalb bauen wir eine Bar. Die wird sie buddeln lassen, wie die Maulwürfe. Und was sie an Metall finden, bekommst direkt du. Bevor du dich versiehst, hast du deine alten Kräfte wieder. Und wenn das passiert, kommt auch das goldene Zeitalter zurück und Kupfer, Silber und Gold werden durch die Tunnel strömen wie an glänzende Flüsse. Babs, sehr schlau, sehr hübsch, ich dich sehr mag. Aber Gold sehr tief im Boden, sehr wenig Gold, zuerst Kupfer brauche, Kupfergolem werde. Du hast ihn gehört, Maika, wir müssen schürfen, also müssen wir eine Bar bauen, um die Bergarbeiter zum Schürfen zu motivieren. Denkst du, du kannst einen netten Bauplan für uns auftreiben? Bestimmt. Da freut sie sich. Hat folgendes. Eisenblöcke. Oh Gott. Kupferwände, Schwingtüren, Laterne, Wandleuchte, Steintische, Fastresen. Naja, manches kann ich ja schon herstellen. Das ist ja nicht das Problem. Maika, das ist genial. Die Bar meiner Träume, die alte Kupferbar. In so einer Bar können wir nach einem harten Arbeitstag entspannen und jederzeit, jeden Morgen, frisch und munter in den Minen antanzen und noch mehr nach Metall buddeln. Nicht so schnell, Schipper. Du hast leicht reden, aber du hast den Schaden nicht gesehen, den die Kinder Hagons da unten angerichtet haben. Um die Mine ist so schlecht bestellt. Wir haben umfangreiche Reparaturarbeiten vor uns, bevor wir überhaupt daran denken können, mit unseren Spitzhacken spitze Löcher in die Tunnel zu hacken.
Ah, großer Zufall. Ich bitten muss um Gefallen. Gleiche Gefallen wie eure. Mache nicht nach, ehrlich. Erster Gefallen, Tunnel reparieren. Minentunnel, schwere Schaden. Gefährlich, mach Tunnel sicher. Bergarbeiter tiefer in den Tunnel gehen. Mehr Metall holen. Zweiter Gefallen, schöne Bar bauen. Mit schöner Bar, Bergarbeiter mehr arbeiten. Mehr Metall holen. Mir 1000 Klumpen Kupfer geben. Ich Kupfergolem werde. Wenn es ja sonst nichts ist. Also jetzt mal eine Reihe nach. Wir müssen dieser Hütte eine Frischzellenkur verpassen und die Kneipe auf Vordermann bringen, Maika. Du spielst hier die Schlüsselrolle. Und sie soll richtig gut werden mit Spielen, Kellnern, oh, und Showhäschen in ihren Kostümen. Wie zu den guten alten Zeiten. Wenn wir so eine Nobelbude hätten, in der wir uns nach der Schicht die Zeit vertreiben können, wären wir motiviert wie nur sonst was. Wenn euch das so wichtig ist, könnte ich ein Showhäschen sein. Oh, Potztausend, meinst du das ernst? Du willst ein Showhäschen sein? Bist du sicher? Ja, meine Mutter war früher auch ein Showhäschen. Vielleicht wird Zeit, in ihre Fußstapfen zu treten. Na, wenn das so ist, dann los, Babs. Hol das Häschenkostüm deiner Mutter raus. Nee. Wisst ihr, Jungs, ich kenne euch einfach zu gut. Wenn ich mich jetzt in den Fummel schmeiße, dann glotzt ihr den ganzen Tag nur, während ihr eigentlich arbeiten solltet. Aber wenn die Kneipe wieder steht und alles läuft, dann denke ich nochmal drüber nach. So wird ein Schuh draus. Oh, Babs, ich bin der glücklichste Bergarbeiter der Insel. Wenn Kneipe fertig, hübsches Mädchen zu Showhäschen wird, dann schnell Kneipe bauen, Metall abbauen gehen. Ich auch sehen will. Reiß dich zusammen, Goldbröckchen. Wir haben hier schon genug Holzköpfe. Da musst du nicht auch noch einer werden. Mission beginnen. Ja, dann gucken wir nochmal, was wir denn im Prinzip schon bauen können. Also das schon mal nicht. Aber die Schwingtouren können wir bauen. Wir brauchen halt sehr viel Kupfer, wie wir sehen. Da brauchen wir auch noch Glas. Auf jeden Fall einmal Fackeln. Ach, das waren die Laternen. Aber brauchte ich nicht auch zwei so Fackeln für draußen? Und noch ein Fertigungsfass. Doch, eine Wand leuchtet noch, aber weil ich die Tür ja nicht habe. Guck mal, schon mal etwas. Was sagt denn hier mein Dings? Also eigentlich brauche ich noch eins von diesen anderen Dingern, ne? Hier. Ach, ich habe ja schon. Okay. Davon brauchen wir noch zwei. Davon brauchen wir noch zwei. Was? Naja, gut, wir haben ja genug. Das ist ja total Latte. Was will denn der mit neuen Holzfässer? Ach so. Aber trotzdem, was will der denn mit neuen Holzfäller? Oh, Holzfässer. Ein Ledersack können wir schon mal machen. Dazu brauche ich Erde, habe ich nicht. Und noch eins, ein Kupferfass. Das Problem ist, mir fehlt ja im Prinzip auch hier Kupferbarren. Ach, das kann ich noch gar nicht so. Jetzt gucken wir mal. Die Wandleuchte kann ich noch nicht platzieren, aber zum Beispiel die Tische, das geht schon. Wahrscheinlich hier noch einer hin. Wo kommen denn die anderen? Fastriesen kommen da hinten hin. Ich glaube, das muss ich so machen. Dann kommt der Stuhl wahrscheinlich da auch noch einer hin.
6 Fässer kommen dahin. Und da kommt noch ein Steinschemel hin. Hier kommen 6 Fässer hin. 1, 2. Wo kommen denn die anderen Fässer hin? Ach, hier vorne am Eingang. Und du. So, dann habe ich die Töpferwaren, die kann ich noch nicht herstellen. Glasflaschen. Auch noch nicht. Voll ein Krug. Kneipenschild. Wo kommt denn der Ledersack? Ach, der Ledersack kommt hier an Ort und Stelle, wo ich halt noch nichts dran packen kann. Na schön. Was sagen die hierzu? Wir könnten allerdings schon mal, glaube ich, jetzt 10 Wände herstellen, ne? Ja, 10 geht schon mal. Dann können wir wenigstens die Rückwand schon mal machen. Das wäre vielleicht gar nicht so das Schlechteste. Geben wir doch mal her. Ich glaube, hier müssen nur eins hin, ne? So, was dann? Ach, da kommt noch das zweite Fass hin. Nein, falsch, verdammt. Da kommt was anderes hin. Dann können wir wenigstens schon mal hier Dings aufbauen. Jetzt fehlt die Rebschorle. Komm, wir nehmen die Kiste. Weil da habe ich ja jetzt eh nur Essen drin. Und stellen die halt dann im Prinzip in die Bar mit rein. Irgendwo. Wo ist denn Platz? Komm, direkt neben den Fässern. Die kann hier nämlich noch so das aufgebraucht werden und dann haben wir hier nämlich genug. Und die restlichen 5. 32% haben wir schon. Wunderbar. Allerdings ist jetzt auch mein Kupfer alle. Wie machen wir es am besten da hinten hin? Hier kommt auf jeden Fall eins hin. Machen wir es erstmal so. Was machen die denn da? Streiten die sich jetzt? So, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Dann können wir nämlich noch davon eine herausnehmen. Naja, läuft doch schon mal ganz gut. Was wollen die mehr? Ich mache auf jeden Fall mehr als die. Hi. So, hier war doch noch irgendwo so ein Dude, der was von mir wollte. Komm her hier. Jetzt haben wir was, für das sich es sich zu leben lohnt. Die alte Kupferbar. Donnerlittchen, ich kann es kaum erwarten, dass die alte Hütte wieder gerammelt voll ist. Und noch größer und besser als je zuvor. Die Jungs sind genau Feuer und Flamme wie ich. Schon bald wird das Metall nur so aus den Stollen strömen. Weshalb ich dich um einen Gefallen bitten muss. Wie du weißt, Maika, steht ein typischer Bergarbeiter bei Tagesbruch auf und verbringt seinen Tag damit, in der Mine zu schürfen. Abends entspannt er sich in der Bar. Aber bevor wir Dampf ablassen könnten, kommen wir immer in der Mitte des Städtchens zusammen, um mitzuteilen, was wir ausgegraben haben. Und hier kommst du ins Spiel. Wir brauchen einen Ort, an dem wir unsere Ausbeute und den täglichen Bericht abgeben können. Mit anderen Worten, eine Kollektionsstation für die Extravationsdeklaration. Bitte verzeih dem Fachjargon.
Damals, zu Zeiten des Goldrauschs, haben wir uns da drüben versammelt, wo Goldbrückchen jetzt sitzt. Aber wir können die wertvollen Metalle nicht einfach so auf den Boden schmeißen. Oh nein, wir brauchen 3 Truhen, um sie zu lagern. Ganz wie in alten Zeiten. Stell 3 Truhen auf. Na gut. Wir brauchen ja noch Glas, ne? Habe ich gesagt. Dann machen wir mal 50 mal Glas. Wir haben ja Zeit. Läuft ja nicht weg. Wo haben wir es denn? Wo sind denn die Kisten hier? Wir haben ja unendlich einen Holzvorrat. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Also hier unten kommt eine hin. Da kommt eine hin. Und da kommt eine hin. Na du? Ich hätte die Truhen selbst nicht besser aufstellen können, Maika. Die Kollektionsstation sieht genauso aus wie früher. Jetzt können wir in der Mine arbeiten. Prüfen wir unseren Plan ein letztes Mal auf Hacken und Helme. Als Meisterbauerin ist es deine Aufgabe, die gesplitterten Balken zu reparieren, den Schutt zu entfernen und die Stollen zu sichern. Sobald ein Abschnitt begehbar ist, bringen Budi die Männer rein, damit sie loslegen können. Abends rechnen wir die Tagesbeute zusammen und lesen die Kollektionsdeklaration und übergeben das Kupfer an Goldbrückchen. Natürlich ist alles anders als leicht, unsere hart arbeitenden Metalle einfach so abzugeben. Aber sobald Goldbrückchen wieder bei Kräften ist und die Mine vor Gold nur so strotzt, schwimmen wir im Reichtum. Die Deklaration findet jeden Abend statt, sobald die Sonne untergegangen ist. Wir läuten vorher immer eine Glocke, damit sie jeder mitbekommt. In den Minen verliert man leicht das Zeitgefühl, aber wenn du auf den täglichen Bericht achtest, weißt du, wann es an der Zeit ist, an der Oberfläche zurückzukehren. Okay. Ach Gott, was willst du denn noch? Die Zeit drängt, Maika. Schnapp dir Budi und Malrot und dann rein in den Tunnel. Die ganze Unternehmung hängt an dir. Was mich angeht, ich bleib hier und pass auf die Bude auf, während ihr weg seid. Falls neue Bergarbeiter auftauchen, erkläre ich ihnen die Grundlagen und beaufsichtige sie. Na schön, Schipper, ich mach's. Ich werde dir alles dafür geben, dass die Bar wieder aufgebaut wird und Babs glücklich ist. Auch wenn ich mich dazu meiner lebenden Monstrophobie stellen muss. Erste Sahne, und jetzt, wo wir die Rollen verteilt haben, gibt's nur noch eins zu tun. Wir müssen mit unserer Brustmuskulatur für die Sicherheit der Bergarbeiter beten. Zeit für Muckimesse! Bitte was? Muckimesse, was ist das denn? Du hast doch sicher schon... Du hast noch nie von den Muckimessen gehört. Ich glaube, du wärst echt gut darin, Maika. Eher weniger. Gut darin, Maika? Eher weniger. Du brauchst ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen, bevor du mitmachen kannst. Komm schon mal, Rott. Mach mit. Ah, das macht sogar ziemlich Spaß. Mach ich das richtig? Ihr habt ja nicht mal Latten unter. Na schön, Maika. Jetzt bist du an der Reihe. Zeit, die kümmerlichen Trizepse spielen zu lassen. Nein. Na komm schon, Mädel, keine falsche Schüchternheit. Wenn du der Mine deine Stärke nicht zeigst, zeigt sie dir auch ihre Geheimnisse nicht. Was meinst du, Maika? Wenn es sein muss. Es ist so dumm. Potztausend, schaut euch nur ihren Bizeps an. Ich ernenne dich offiziell zur gestandenen und gesessenen Hammerholmerin. Die haben noch nicht mal Latten. Dann werde ich die Jungs mal zu ihren Flößen führen. Du kannst uns nach unten folgen, wenn du hier oben mit deinen Vorbereitungen fertig bist. Also an, ihr Minenwaschlappen, reißt euch zusammen und dann zack, zack, ab in die Mine. Maika, du gehst zurück in die Mine, oder? Hier, nimm das mit. Ist nicht viel, ich weiß, aber ich habe es extra für dich gemacht, falls du Hunger bekommst. Ja, ein Pilzspieß. Ey, Maika, was hat sie dir da gerade gegeben, hä? Und wo ist meins? Das ist nicht fair. Na, wenn du es nicht mit mir teilen willst, rennst du jetzt besser hinter Budi hinterher, bevor ich dir mal die Meinung geige. Und eins noch, falls du siehst, wie Budi eine Wand anstiert, versucht er vermutlich nur einen Weg durchzufinden. Hilf ihm, falls das passiert, ja? Der Kerl ist nicht gerade der Schlauste. Ja, du auch nicht. So, mal gucken, was wir jetzt mit 5 Glas herstellen können. Noch gar nichts. Doch.
Schon mal zwei davon. Oder nur ein. Hallo? Michael lernt eine neue Anleitung. Karaffenkollektion. Okay. Aber ich kann auch noch einen. Habe ich noch? Sind noch fünf fertig? Yes. Komm. Ich brauchte ja drei davon. Den kann ich ja gleich mal ausprobieren. So, was haben wir hier noch? Kupferschorn. Und Rebschorn muss ich machen. Okay. Gut zu wissen, dass ich ja Rebschorn brauche. Hört auf, die Dinger zu essen. Ist nur leuchtend falsch bei euch. Hier, nehmt lieber das hier. Und hört auf, die Rebschorn zu fressen. Ich meine, Kupfer kriegen wir ja noch wahrscheinlich. Ja, wo sollen denn die Karpfen hin? Beziehungsweise die Glasflaschen. Also da hinten zwei und hier vorne einer. Wahrscheinlich zählt das gar nicht, weil es kein geschlossener Raum ist bis jetzt. Das ist ja doof. Aber ich kann auch das jetzt auch schon aufhängen, oder? Ich habe ja jetzt... Wo kommt der Ledersack hin? Dahin. Nee, das war falsch. Dahin. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich glaube, ich werde das hier abreißen müssen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.